Herzlich willkommen heute bei unserem Format Unternehmer im Dialog, Region Rhein-Neckar. Das ist ein neues Format, das wir jetzt entwickelt haben und das wir zukünftig ausbauen wollen. Um was geht es in diesem Format? Wir wollen auch, wie Sie als Unternehmer, wir sind ja auch Unternehmer, wollen wir auch mit dem BVMW genau überlegen, wie stellen wir uns zukünftig auf? Was lernen wir aus Corona? Was behalten wir bei? Was passen wir an? Und da gibt es einen wichtigen strategischen Aspekt, den wir umsetzen möchten. Wir haben gemerkt, dass einige Unternehmen es sehr schätzen, dass wir die Bundesgeschäftsstelle haben mit gewissen Serviceleistungen, insbesondere auch mit den internationalen Aspekten, Außenhandelsbüros, Kontakte zu den Botschaftern. Viele Unternehmer schätzen, dass wir diese große und vielfältige Wirtschaftsregion haben, Nordbaden-Rhein-Neckar, von der Bergstraße bis zur Ottenau. Und doch haben wir jetzt in den letzten Monaten verstärkt gespürt, dass diese lokale, regionale, persönliche Vernetzung ein großes Bedürfnis ist, sodass wir zukünftig zusätzlich stärker ein bisschen darauf achten, unsere Mitglieder auch auf lokaler, regionaler Ebene zusammenzuführen, und zwar auch hier in unterschiedlichen Stufen mit solchen Events wie heute, da sage ich gleich noch etwas dazu, mit Live-Events und wir basteln zusätzlich jetzt gerade noch an einer neuen Sache, nämlich Mittelstand Digital, eine Datenbank, wo die Mitglieder ihr Profil eingeben können, stärker untereinander sich vernetzen können und wo wir auch regionale Gruppen oder auch thematische Gruppen wie Energieeffizienz bilden können. Und heute sind wir praktisch in einer dieser Maßnahmen, zu sagen, wir verdichten ein bisschen regional. Dieses Format ist auch durch Überlegungen entstanden, hat mehrere Ziele. Zum einen wollen wir Mitglieder in einer eher kleineren Runde stärker zu Wort kommen lassen. Wir wollen Mitglieder sprechen lassen, entweder über sich, das Unternehmen, oder über eine Idee, etwas, was sie gut umgesetzt haben, Best Practice. Und das in einer Art und Weise, wo man sich auch austauschen kann und einfach stärker sich gegenseitig kennenlernen, vor allen Dingen Anknüpfungspunkte hat. Wir werden zukünftig auf dieser Basis auch öfters mal kleinere Veranstaltungen machen, mit vielleicht nur 8, 10 Leuten. Wenn jemand sagt, ich möchte zu mir einladen, ich habe ein Thema, wen interessiert das, sodass wir diese geografische Aspekt, diese lokale, regionale Verdichtung ganz gezielt angehen. Wir haben bei der Auswahl der Referenten heute einfach auch ein bisschen daran gedacht, dass sie ganz unterschiedlich sind und dass auch die Themen so ein bisschen verschieden sind, dass man da wirklich Anregungen bekommt und ins Gespräch kommt, wobei das eine oder andere wirklich auch spannend für jeden ist. Und heute haben wir auch nochmal jemanden dabei, da freue ich mich, dass wir auch ein bisschen nochmal einen Blick zurückhalten, wie war die Corona-Zeit, aber wie geht es auch weiter. Herr Imhoff, Sie waren schon kurz erwähnt worden, hinter mir sehen Sie ganz unten, er vertritt das Berufsbildungswerk der Neckar-Gemünd, einer unserer strategischen Partner. Sie haben auch schon ein bisschen erwähnt, was Sie machen. Wer das noch nicht kennt, die Möglichkeit, Auszubildende für sich in den Betrieb zu holen, ohne dass man dafür bezahlen muss, weil die Berufsbildungswerk die Ausbildung übernimmt, aber für das Praktikum einige Monate, auch in dem Bereich IT. Herr Speicher, ich sehe Sie zwar gerade nicht, weiß nicht, ob Sie schon in Kontakt sind, ist eine spannende Sache. Aber auch für Sie, Herr von Killichhorn, vielleicht stellen Sie einfach mal Ihre Webdomain in den Chat oder fragen mich hinterher. Wir kommen jetzt direkt zu den
Referenten. Und da freue ich mich, dass wir den Herrn Hofstetter heute bei uns haben. Der Hofstetter sitzt so ganz leger in seinem Bürosessel. Wer ihn nicht kennt, würde nicht vermuten, was er eigentlich ist, nämlich Schifffahrtskapitän. Normalerweise hat er hier was am Revier und eine Mütze auf. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Weißen Flotte in Heidelberg. Das waren natürlich jetzt ganz schwierige Zeiten. Und da möchten wir ein bisschen hören heute, wie haben Sie diese Schwierigkeiten umschifft? Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Das ist eine schöne Frage. Wie habe ich das umschifft? Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ja, also es war erstmal mit China fing das Ganze an und man hat gedacht, ja, das ist weit weg, das wird nicht zu uns kommen. Dann kam irgendwann Italien und dachte man, ja, es kommt schon näher. Was wird wohl passieren bei uns? War alles noch sehr ruhig. Und ja, Ende Februar kam dann so langsam die Sache auch zu uns. Und ja, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Man weiß gar nicht, wie man reagieren soll. Und ja, Folge war natürlich, dass man innerhalb kurzer Zeit jede Menge Aufträge verloren hat. Es ging also Schlag auf Schlag, Tag für Tag kamen die Stornierungen rein. Dann wurden die ganzen Großveranstaltungen abgesagt. Es ging dann schon so Ende März los, Schlossbeleuchtungen und uns wichtige Veranstaltungen, die Rhein in Flammen für Kölner Lichter, große Firmencharter sind verloren gegangen. Also es geht jetzt bis in den Herbst rein, natürlich gerade große Firmen, die internationales Publikum dann einladen, können das natürlich nicht durchführen und man steht so plötzlich so wie vor einem Abgrund. Man weiß nicht, was kommt, was soll man tun. Ja, fängt man erstmal an. Eigentlich tun kann man erstmal gar nichts so, was werbetechnisch ist, alles ist stillgelegt. Also was bleibt dann übrig? Schauen, wo kann ich Kosten runterfahren, wo kann ich was einsparen, welche Möglichkeiten haben wir. Und das war eben die Hauptaufgabe erstmal so im Laufe des März, auch über unseren Verband, ich bin auch Geschäftsführer, nicht Geschäftsführer, Vorsitzender unserer mittelständischen Personenschifffahrt in Deutschland. Viele Kollegen, die dann auf einen zukommen, sagen, ja, was passiert, was kann man machen, wer hilft einem? Und ich habe versucht, über den Verband Einfluss auf die Politik ein bisschen zu kriegen, dass wir auch da sind. Wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen oder eine kleine Branche. In Baden-Württemberg gibt es gerade mal 12 Fahrgastschiffsunternehmen, die aber durchaus eine relativ große Bedeutung für den Tourismus haben. Und ja, was soll ich da erzählen? Es ist eine psychisch sehr anstrengende Zeit gewesen. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass plötzlich die Umsätze wegbrechen, dass kaum noch was übrig bleibt, dann die Ungewissheit, wann können wir wieder loslegen. Und das, da wurden wir sehr lang im Unklaren gelassen. Wir sind gar nicht aufgetaucht als Fahrgastschifffahrt. Und irgendwann haben wir es doch geschafft, durchzudringen bei der Politik, dass sie gemerkt haben, okay, wir sind auch da, man muss auch uns mal betrachten. Und am 16. Mai hat man dann beschlossen, dass die Fahrgastschifffahrt am 18. Mai wieder fahren kann. Das war natürlich unglaublich kurzfristig. Das ganze Zeit hieß es nicht vor Pfingsten. Und ja, wir haben dann am 21. gestartet mit dem Vatertag. Und die Geschäfte sind seitdem, sagen wir mal, langsam wieder ein bisschen angelaufen. Wir haben ja das Problem, was ich schon gesagt habe, dass die ganzen Großveranstaltungen Charterweg sind, dass natürlich auch die Busreiseunternehmen, die wichtige Kunden für uns sind, nicht fahren durften. Das war auch sehr ungewiss, wann die wieder fahren dürfen. Und somit war natürlich kein Tourist in der Stadt und eigentlich wir waren angewiesen darauf, dass Leute aus der Region mit uns ein bisschen mitfahren. Und das natürlich, reicht natürlich nicht aus bei der Größe der Flotte mit 7 Schiffen, die auch nur im Entferntesten auszulasten. Ja, jetzt seit Juli, Anfang Juli dürfen die Busse wieder fahren, so sporadisch. Kommen sie wieder, 1-2 Busse am Tag, so im Durchschnitt haben wir jetzt, die natürlich nicht immer voll besetzt sind, zum Teil nur mit 17, 18, 20 Leuten kommen, manche kommen auch schon mal mit 40 Leuten, das ist natürlich eine große Verunsicherung überall, auch bei den Kunden der Busreiseunternehmer, die ja vornehmlich eher altes, älteres Publikum ansprechen. Und aber so langsam entwickelt sich wieder ein bisschen, dass wir wenigstens unsere laufenden Kosten momentan wieder decken können und sind natürlich
vorsichtig optimistisch, dass die Ferienzeit und vielleicht auch der angekündigte Deutschland-Tourismus uns da noch ein bisschen weiterhilft, weil wir, Sie müssen ja Folgendes sehen, wir sind ein Saisongeschäft, das ist ein Allbetrieb, der von normalerweise im März geht langsam ein bisschen los, bis Ende des Jahres, bis Silvester fährt, aber da auch natürlich ab Ende Oktober vermindert, Charter und so, die eigenen Motorfahrten, die wir so haben. Und wir müssen natürlich vorsorgen in der Hauptsaison, die ist für uns von, sagen wir, Anfang Mitte Mai bis Ende September, dort wird das Geld verdient, um natürlich über die Jahreszeit, die winterliche Jahreszeit hinwegzukommen. Das wird uns dieses Jahr natürlich extrem schwer fallen, sozusagen so viele Nüsse zu sammeln, wie wir für den Winter brauchen. Und ja, das ist eben noch die Unsicherheit und da hoffen wir eben noch, dass wir durch staatliche Hilfen eventuell da noch ein bisschen Entlastung erfahren. Soweit, was ich dazu mal sagen kann. Das waren ja schon mal sehr viele interessante Informationen, weil Sie leben ja in einer Branche, das können wir uns dann manchmal gar nicht so vorstellen. Wie viele Schiffe haben Sie insgesamt? Ja, wir haben 7 Fahrgastschiffe momentan. Haben in den letzten Jahren genau in neue Fahrzeuge investiert, die Königin Silvia vor 4 Jahren. Und es trifft uns natürlich nicht zur passenden Zeit. Ja. Damit wir hier mal eine Vorstellung bekommen, die Königin Silvia, der Name sagt es, majestätisch. Ich glaube, das waren 1,2 Millionen, habe ich das richtig in Erinnerung? 4. 4. 4 Millionen. 4 Millionen. Also, damit Sie mal eine Vorstellung haben, was da auch in der weißen Flotte für Investitionen stecken. Sie haben als letztes das Stichwort gebracht, staatliche Unterstützung, Förderung. Das war ja auch so eine schwierige Sache mit den Zuschuss, Krediten etc. für welche Unternehmen, in welcher Größenordnung. Wie war das dann in Ihrem Fall? Hat es geklappt? Sind Sie dann noch am Machen? Ja, es gab ja diese Soforthilfe irgendwann Anfang April, die da auf den Weg gebracht worden ist. Und da waren 30.000 Euro als höchster Betrag. Den haben wir auch bekommen, den haben wir auch sehr schnell und sehr unbürokratisch bekommen. Aber ich habe 31 Leute das ganze Jahr beschäftigt. Da können Sie sich vorstellen, dass ich mit 30.000 Euro natürlich keine großen Sprünge machen kann. Das ist ganz klar. Ne? Und jetzt hat man ja nochmal Möglichkeiten, dass ein Programm läuft, das bis zu 150.000 Euro geht. Da muss man mal sehen, wie weit wir da mit reinkommen. Das sind ja auch wieder alles begrenzte Förderhöhen. Ja, und ansonsten ist unser Verband dabei. Momentan mit dem Verkehrsministerium, die sich da offen gezeigt haben, uns da für die für den Umsatzrückgang, der jetzt in der Größenordnung aufs ganze Jahr gesehen sicherlich bei um die 70% liegt. Also 65-70% auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gesehen, den ersten vollen Monat, den wir gefahren sind, war der Juni. Und da haben wir knapp 30% geschafft von dem normalen Umsatz. Weil wir eigentlich relativ gutes Wetter hatten, aber wie gesagt, die ganzen Großveranstaltungen, Charter, die uns fehlen, das ist die Hauptzeit, Mai, Juni, Juli, ist die Zeit, wo wir Charter haben und im Herbst. Und das ist natürlich alles komplett weggefallen. Ja. Herr Hofstetter, heute habe ich mit Ihnen, über Sie gesprochen, mit jemandem. Ja? Der ähnliche Herausforderungen hat, nur in der anderen Richtung, nicht im Wasser, sondern auf dem Berg. Im Schloss mit dem Herrn Schaaf, der die Schlossgastronomie macht. Ja. Und er hat mir erzählt, dass sie etwas Gemeinsames planen, nämlich Wine in Water oder so ähnlich. Ja, genau. Wine on the Water. Thema Wine on the Water. Ja, genau. Glaube ich noch nicht publik, aber es ist ein schöner Rahmen. Ja, gut. Wir haben ja letztes Jahr noch ein weiteres neues Schiff bekommen, die Victoria. Das ist eher so ein kleines Yacht-ähnliches Schiff für exklusivere Veranstaltungen. Und da, auf diesem Schiff wollen wir das veranstalten. Da können wir so maximal 60 Personen mitnehmen. Natürlich jetzt Corona-bedingt, wenn es dann vielleicht 40 sein. Und da wollen wir das anfangen. Der Herr Schaaf hat ja in den letzten Jahren auch auf der Patria Veranstaltungen gemacht. Und da ist er jetzt weg und ist bei uns. Jetzt haben wir gemeinsam da ein bisschen was überlegt und ja, schauen wir mal, wie es läuft.
Also wenn die Termine feststehen, sagen Sie uns Bescheid. Ja. Das haben wir, dann gucken wir mal, dass wir auch entweder da mal ein paar Tische reservieren und Mitglieder einladen, dass wir da also mit dabei sind, wenn sie da wieder in See stechen mit den Veranstaltungen. Ja, genau. Also in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für diese ganz plastischen Eindrücke. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg, dass der Umsatz einigermaßen noch ein bisschen ausgeglichen wird und schauen, dass wir uns bald auf Ihrem Schiff auch mal wiedersehen. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Sie. Ja. So, und dann freue ich mich, ein sozusagen altes Mitglied in neuer Funktion heute dabei zu haben und begrüßen zu können, Thorsten von Killichon, der jetzt bei Goldbeck Geschäftsführer ist neu. Wir kennen uns schon lange aus seiner Zeit bei Vollack. Und wir hatten im Vorfeld so ein bisschen überlegt, er hatte eine neue Herausforderung, Vertrieb aufzubauen für ein produzierendes Unternehmen, was nicht ganz so einfach ist. Und dann habe ich ihn gebeten, doch darüber mal zu sprechen, wie er das anpackt, denn Vertrieb und Impulse in diese Richtung, das brauchen wir im Moment alle. Deswegen freue ich mich, dass er sich darauf eingelassen hat. Herzlich willkommen, Herr von Killichon, und Sie haben das Wort. Okay, also meine erste Reaktion war auf Sie, Vertrieb aufbauen, wäre ein bisschen vermessen, Herr Stumpf. Wer von Goldbeck noch nicht kennt, Goldbeck hat 7000 Mitarbeiter deutschlandweit. In der Region, wo ich Geschäftsführer bin, haben wir so knapp 600 Mitarbeiter, etwa 20, 25 Vertriebsleute, die die Region bearbeiten. Und wir haben zwar eine mentale Vollbremsung gehabt, aber bis jetzt noch keinerlei Umsatzauswirkungen. Also vollkommen andere Situation. Wir sind in der Baubranche, ich glaube, das ist auch so insgesamt in der Situation, dass wir Spätzügler sind. Das heißt, wenn die Schiffe, um da Bezug zu nehmen, schon wieder voll sind und fahren, dann werden wir unter Umständen die Auswirkungen sehen. Und insofern ist es für uns die Herausforderung, jetzt hellwach zu sein, um zukünftige Probleme oder Einbrüche steuern zu können. Vielleicht noch, auch da, Herr Stumpf, Sie haben mir die Aufgabe gegeben, eines Produktionsunternehmen. Wir sind ja so ein bisschen beides, Produktionsunternehmen und Dienstleister. Wir haben 7 Produktionsstandorte, 4-mal in Deutschland, 1-mal in Polen, 2-mal in Tschechien und erstellen Gebäude, die immer systematisch gehandhabt werden, im System produziert werden, sehr individuell in der Erscheinung sind und das sowohl Bürogebäude, Logistik, Parken, Mittelstandsgebäude, Produktion und Büro, Schulen, Kitas, Wohnen und Bauen im Bestand. Also wir haben da so ein ganz breites Portfolio. Ich gehe da nachher nochmal drauf ein, weil das sehr entscheidend ist nachher auch für die Ausrichtung, wie wir weiter agieren. Ein Thema ist ja, wir reden ja viel davon, Corona-Krise und so weiter. Uns beschäftigt das Thema allerdings schon ein bisschen länger, die Krisenanzeichen. Wir hatten schon im letzten Sommer einen, ich nenne es mal Krisenworkshop, wo wir gesagt haben, oh, jetzt kommt's. Und die Krise wird jetzt ihre Kreise ziehen. Zu sehen war das sehr gut an den Rohstoffpreisentwicklungen. Der Kupferpreis ist das letzte Jahr um 24% gesunken, Stahl und Aluminium deutlich gesunken. Der Ölpreis ist die letzten 1,5 Jahre um 67% gesunken, wenn es auch nicht alles an der Wirtschaft liegt. Kunststoffpreise sind gesunken. Also wir hatten schon die Anzeichen, haben uns eigentlich schon mal die Ärmel hochgekrempelt und dann ist aber erstmal nichts passiert, bis wir dann Corona hatten. Und das war natürlich ein mentaler Schock, sogar wie für alle. Wir hatten eine Menge Herausforderungen. Unsere Baustellen sind alle weitergelaufen. Sie haben das vielleicht auch in der Presse verfolgt. Da gab es verschiedene Richtungen, auch in der Baubranche. Die einen haben gesagt, jetzt sofort alles stoppen. Wir waren eher in der Wirtschaftswoche mehrfach zitiert. Wir ziehen weiter durch für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, aber natürlich unter massivsten Hygienemaßnahmen, angefangen von morgendlicher Kontrolle, Fiebermessen,
und so weiter, was uns dort beschäftigt hat. Natürlich ähnlich im Büro. Wir waren zum Glück digital ganz gut aufgestellt, haben innerhalb von 2 Tagen alle Menschen im Büro arbeitsfähig gemacht, sodass das weiterging. So, jetzt ist das, sind wir voll in der Krise gewesen. Unser Geschäftsjahr endet am 31.03. Da haben wir natürlich wunderbaren besten Umsatz und Ergebnis der Geschichte gehabt. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt geht's nicht weiter. Tatsächlich ist es so, dass wir seit 1.04. Auftragseingang über Vorjahr haben, was sehr erstaunlich ist. Und trotzdem sind wir natürlich in der Führung klar darauf ausgerichtet, es wird irgendwann kommen. Und jetzt haben Sie mir den Titel gegeben, Spitzenleistung im Vertrieb. Wie kriege ich Menschen jetzt in Bewegung, die eigentlich sagen, hey, läuft doch alles super. Ja, dazu kommt noch für uns die Thematik, dass wir seit 10 Jahren in der Hochkonjunktur sind. Ich denke, das ist allgemein in der Baubranche so. Und dass wir eine Menge Verkäufer haben, die noch nie Krisen erlebt haben. Also auch eine ganz spannende Herausforderung, mit der wir zu tun haben. Für uns dann natürlich zu sagen, das Erste ist für uns Spaß in der Krise. Gerade im Vertrieb, wir haben in der Gruppe 200 Vertriebler. Wir haben aber auch eine Renaissance der Erfahrenen, wo wir sagen, ey, erzähl doch mal, wie ist denn Krise, was passiert denn da? Und ganz spannend war da eine Geschichte, der hat eine Präsentation rausgekramt von 2010 und hat gesagt, die könnten wir jetzt eigentlich nochmal halten. Also diese ganzen Themen wieder hochladen, wie gehen wir mit den Themen um, wie fokussieren wir uns auf den Vertrieb, wie richten wir die ganze Unternehmung aus, wie kriegen wir Kapazität als Backing für den Vertrieb hin. Des Weiteren geht es natürlich auch darum, wir wollen in der Branche derjenige sein, der sagt, wir können leistungsfähig in Qualität, Terminen, Preisen arbeiten und haben natürlich ein sehr starkes Beziehungsnetzwerk zu unseren Kunden. Und wir haben schon ganz früh begonnen, unsere eigenen, ich habe es gerade gesagt, in den Werken, die Preise unserer Stahlproduktion, also der Konfektionierung des Stahls, als auch in den Betonfertigteilwerken, in den Fensterbau, in den Fassaden, haben wir schon vor 2 Monaten gesagt, ey, wir brauchen jetzt andere Preisgestaltung. Unsere Kunden werden das von uns erwarten. Und wir haben natürlich ausgerufen, wenn der Markt dann kleiner wird, dass wir an Marktanteile gewinnen wollen. Als Unternehmen haben wir natürlich 2 große Stellgrößen. Das ist einmal der Vertrieb, der ja auch auf Aufgabenstellung ist. Da gehe ich gleich noch ein paar Sätzen ein. Und das andere ist natürlich auch die Einkaufsseite, weil da verändert sich auch ganz viel. Und da die Bewegung zu setzen, wir haben in den letzten 6 Wochen massive Rahmenvereinbarungen, zum Beispiel Tore, Überladebrücken, Brandschutzklappen, lauter so Details soll hier nicht interessieren. Rahmenvereinbarungen über große Einkaufsvolumen mit Nachunternehmern treffen können, die uns einfach preislich auch in die Lage setzen, am Markt sehr aktiv agieren zu können. Im Vertrieb selber, das ist sicherlich auch ein Thema in der Runde hier, gibt es für uns die Aussage, mehr denn je, man muss sich vorstellen, noch vor einem halben Jahr haben wir überlegt, welche Projekte können wir machen, welche sind sinnvoll, welche können wir nicht machen. Und wir haben unseren Vertrieb jetzt einfach sowohl finanziell, preislich in die Lage versetzt, als auch qualitativ mit Planungsunterstützung, Kalkulationsunterstützung, Angebotsunterstützung in die Lage versetzt, aktiver agieren zu können, schneller zu sein, schlagkräftig zu sein. Und wir haben die Devise ausgesprochen, wir wollen kein Projekt verlieren, das zu uns passt. Und das ist natürlich eine ganz andere Aktion auch am Markt. Und ich denke, das können wir als großes Unternehmen so auch umsetzen, weil, und Herr Stumpf, Sie haben ja auch da das Thema gesagt, als produzierendes Unternehmen, weil wir natürlich als produzierendes Unternehmen hohe Fixkosten haben, die einfach auch bedient werden wollen. Und wir haben auch als Unternehmen ausgerufen, wenn es irgendwie geht, wollen wir keine Personalanpassungen oder Kurzarbeit haben.
können wir nicht ganz ausschließen, aber im Moment sieht es nicht so weit, so aus. Wir haben dann unsere Kundenstruktur neu definiert. Das ist jetzt eine komplette Aufarbeitung über CRM-Systeme, über Dashboards und so weiter. Wo sind unsere Stammkunden definiert? Wo können wir Weiterempfehlungen generieren? Und welche Projekte und Kunden können wir neu gewinnen? Einer besonderen Bedeutung im Vertrieb kommt natürlich zu, wer sind denn überhaupt Kunden, die in der Krise investieren und Krisenprofiteure sind. Und ich habe vorhin die Produkte mal gesagt und die wir so tun. Ich glaube, sie verfolgen alle Büros, müssen wir mal gucken. Na, jetzt alle verlängern ihre Homeoffice-Zeiten. Die viele Unternehmen werden Büros erstmal nicht in den Fokus rücken. Gibt es dennoch, aber sicherlich ein schwerer Markt die nächsten Jahre. Logistik vollkommen anders. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Amazon ist ein großer Kunde von uns. Die sind im Moment bereit, Geld zu zahlen für jede Woche, die wir früher mit Projekten fertig sind. Also auch da Anpassung der Kapazitäten, Umlenken der Kapazitäten und dort Gas geben, wo es geht. Parkhausprojekte, wir bauen da unter anderem im Moment gerade das Terminal 3 in Frankfurt als Parkhausgebäude. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass das heute kein Auftrag mehr werden würde, wie man auch an anderen Standorten sieht oder bei Unternehmen sieht, sicherlich eher ein zurückhaltenderes Geschäft. Der Mittelstand, der jetzt vielleicht auch am meisten zuhört, ist sehr volatil. Wir haben die Gesundheitstechnik, Medizintechnik und so weiter, die ziehen durch. Viele Branchen, die nicht so betroffen sind. Auch Mittelstand, der sagt, wir sind gut aufgestellt, die Krise kann nicht ewig dauern, wir investieren jetzt und sind dann wieder fit für die Krise. Also eine Menge positive Ansätze und Perspektivprodukte wie Schulen und Wohnen sind in den letzten Jahren entwickelt. Das ist natürlich eine Riesenchance für den Vertrieb, jetzt dort Ressourcen reinzustecken und diese Geschäftsfelder weiter zu entwickeln. Unterstützen tun wir das durch eine große Marketingaktion, die jetzt im September beginnen wird, werden Sie im Handelsblatt sehen. Warum investieren in Krisenzeiten? Wird eine ganz große Kampagne werden mit der Botschaft, wie bin ich fit nach der Krise? Wie kann ich dann einfach Marktanteile gewinnen? Welche Signale setzt es für Mitarbeitergewinnung? Wie kann ich auch Kapazitäten in der jetzigen Zeit nutzen, um Investitionen zu starten? Und am Ende, ich bin jetzt noch eine Minute, am Ende haben wir das Ganze natürlich auch strukturiert, dass das System hat, dass wir steuern können, dass wir sauber die mit den Vertriebsleuten im Kontakt sind. Am Montag haben wir die nächste Runde, wo wir einfach sagen, was passiert sich gerade, kontinuierlicher Erfahrungsaustausch, welchen Erfolg hatte ich mit Kontaktaufnahme mit Kunden. Und besonders zugute kommen uns da agile Arbeitsmethoden. Wir haben inzwischen unseren kompletten Vertrieb in einem sogenannten Kanbo-Board abgebildet. Das funktioniert also ähnlich wie in der Scrum-Methode, wie man das an Tafeln kennt. Viele arbeiten damit schon digital. Und da sieht man ganz klar, von der Verkaufschance bis zur Angebotsphase und Auftragsgewinnung arbeitet man mit Karten, mit sauberen Profilen, wo wir in kürzester Zeit einen Überblick haben über das, was sich im Unternehmen tut, sowohl in der Region als auch im Gesamtunternehmen. Das soweit, wie wir versuchen, uns zu aktivieren und uns auch ein Stück weit heiß zu machen, den Sport jetzt aufzunehmen, der heißt Vertrieb. Und das tun wir mit viel Freude und mit viel Überzeugung, dass wir als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden. Also erstmal vielen Dank. Moment. Wir hören Sie, Herr Stumpf. Ja, erstmal vielen Dank an Sie, Herr von Kilichan. Das war wirklich ein sehr interessanter Einblick, auch ein offener, transparenter. Das ist ja nicht selbstverständlich, auch dafür Dankeschön, dass Sie uns da teilhaben lassen, wie Sie vorgehen. Zum einen finde ich das ein sehr schönes Beispiel, dass man sich klar macht, Krisensituation einerseits, aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen, sehr konzentriert, sehr klar ausgerichtet und getaktet.
Jetzt habe ich da zwei, drei Fragen dazu. Sie haben zum einen natürlich den Hinweis gehabt, Vertrieb in Wachstumszeiten ist kein so Problem. Viele kannten nichts anderes, kommen jetzt in Krisenzeiten. Und zum Zweiten, Sie arbeiten, haben Sie erwähnt, mit agilen Methoden, die ja für einige auch neu sind. Frage, ziehen alle Vertriebsmitarbeiter mit? Was ist mit denen, die in der Krise sich schwer tun? Wie gehen Sie mit denen um? Haben Sie da auch einige verloren? Oder wie führen Sie da, wo sich Leute schwer tun? Die zweite Frage, also wir wollen natürlich niemanden verlieren, weil ja Vertrieb bei uns, auch wenn wir von Produkt sprechen, eine sehr komplexe Aufgabe ist, eine hohe Beratungsleistung für die Kunden ist, ein hohes technisches Know-how ist. Und das bringen erstmal alle mit. Und insofern wollen wir da keinen verlieren, sondern die Frage ist, wie befähigen wir das? Wir machen das im Moment über Erfahrungsaustauschkreise. Das Spannendste daran ist eigentlich auch jetzt in der Phase und auch vorher, diese ganzen agilen Methoden ist gar nicht das Problem, dass damit gearbeitet wird. Und man merkt es immer sofort, wenn ein Programm funktioniert und bedienerfreundlich ist, dann arbeitet man sich da unheimlich gerne rein. Der schwierigere Teil ist die Transparenz, die dadurch entsteht. Also immer mehr Menschen sehen total transparent, welche Kennzahlen ich habe, welche Messzahlen und welchen Erfolgsbeitrag ich mache. Und da ist natürlich der Ansatz, dass wir uns einfach gegenseitig helfen wollen. Das ist jetzt wirklich eine große Stellschraube. Ich habe es gesagt, wir sind viele Menschen mit einem Know-how und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was irgendwo im relevanten Bereich ist in Deutschland, was nicht irgendjemand von Völler kennt, von Goldbeck kennt. Und das Wissen wollen wir jetzt gerade heben. Dass wir einfach die Projekte transparent machen, woran arbeiten wir an den Projekten, wer hat den Zugang, entweder auf direkten Wege oder über Netzwerke. Weil ich glaube, das wissen wir auch alle, eine Weiterempfehlung, eine Eintrittskarte zum Unternehmen ist eigentlich entscheidend und Fürsprecher zu haben, die wir generieren wollen. Und das machen wir jetzt viel aktiver, als wir das noch vor der Krise gemacht haben. Das ist auch ein sehr wichtiger und spannender Punkt, der oftmals gerade im Mittelstand nicht so ausgeführt wird im Vertrieb, nämlich das Thema Empfehlung, Empfehlungsmarketing. Das finde ich spannend, dass Sie das erwähnt haben, denn gerade in der Hochzeit war das manchmal nicht so notwendig, so aktiv solche Dinge aufzugreifen. Viele Mittelständler tun sich schwer, aktiv bei den Kunden nach Empfehlung nachzufragen. Wie setzen Sie das jetzt konkret um? Das Mikro bei Ihnen bitte aus. Ja. Das geht immer. Jetzt müsste wieder gehen. Ja? Funktioniert wieder, ne? Okay, also es scheint so zu sein, dass wir nicht beide quasi gleichzeitig sprechen können. Also dieses Empfehlungsmarketing ist ja, dieses aktive Empfehlungsmarketing ist ja ein Schlüssel von Produkten, die auf Vertrauen basieren. Wenn ich eine Reißzwecke verkaufe, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, aber beratungsintensive Produkte, da glauben wir dran und ich würde etwa davon ausgehen, dass 80% unserer Kunden entweder durch Stammkunden, die also mehrfach mit uns bauen, oder aus Weiterempfehlungen direkt generiert werden. Und das kann man auch aktivieren und das tun wir auch sehr aktiv, dass wir mit unseren Kunden sprechen, dass wir mit unseren Lieferanten sprechen. Wir haben zum Beispiel ausgerufen, kein Nachunternehmerauftrag ohne eine Weiterempfehlung. Ja, also wir vergeben ja eine Menge Leistungen an Nachunternehmer, etwa 2 Milliarden im Jahr in der Gesamtgruppe. Und wir haben einfach dem Einkauf gesagt, pass mal auf, keine Vergabe, ohne dass dir nicht irgendjemand sagt, mit wem kann man denn mal gut noch sprechen. So, eine ganz konkrete Maßnahme. Wir haben ja einen Marktbegleiter auch hier. Ich will das trotzdem nicht vorenthalten, wie wir das tun. Und
Und so geht es genauso mit Kunden und so geht es genauso natürlich mit Netzwerken. Also ich habe auch keine Scheu zu sagen, Herr Stumpf, kennen Sie die Firma Meyer Müller? Die wollen doch was investieren. Haben wir da einen Zugang? Sind die nicht schon längst BVMW-Mitglied? Also das nutzen wir sehr aktiv. Herr Kipper, wollte ich sagen, nachdem wir sehen Sie nicht, zeigen Sie es doch mal, damit die Leute auch einen Einblick mal von Pollack bekommen, der erwähnte Marktbegleiter. Und da war Herr Killi schon vorher langjähriges Mitglied. Sie sind so hübsch, da sollten Sie sich auch zeigen. Es gibt eine Frage von Herrn Feist. Er fragt, dass trotz dieser modernen Medien Vertrieb doch etwas von Mensch zu Mensch ist, mit Interaktion. Was ist denn jetzt Reiseverbot ist? Wie lösen Sie das, Herr von Willischan? Ja, also tatsächlich ist es ein echtes Thema. Da kriegen natürlich die Stammkunden eben besonderes Gewicht, weil mit denen kann man wirklich gut skypen. Wir machen Regeltermine, dort machen wir es per Skype, nicht per Zoom oder per Teams. Wir sind wirklich ganz konsequent im engsten Austausch mit unseren Stammkunden und mit unseren Netzwerken. Und wenn dann Weiterempfehlungen entstehen, dann sind wir im Moment schon wieder auf der Phase, dass Kunden uns einladen oder zu uns kommen. Das war tatsächlich ja, bis Ende Mai gar nicht der Fall, im Juni mal so sporadisch. Und seit Juli sind auch die Unternehmen, die sagen, hey, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen die Dinge besprechen unter allen Vorsichtsmaßnahmen. Kaltakquise ist natürlich schwieriger, weil man da eher auf volatiles Feld stößt. Die einen, die sagen, hey, das versuchen wir natürlich zu vermeiden in der Recherche vorher, aber manchmal kann man das auch nicht vermeiden. Die einen, die sagen, hey, wir haben jetzt ganz andere Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann gibt es aber dennoch eine Menge Möglichkeiten auch über Telefonkontakt und tatsächlich auch über die digitalen Medien Skype oder Teams zu sprechen, weil das ist ja wiederum was Neues. Damit agieren jetzt tatsächlich alle Unternehmen. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Wenn man vor einem halben Jahr gesagt hat, lass uns doch mal eine Skype-Besprechung machen, dann waren doch viele Unternehmen noch nicht dafür aufgestellt. Und das ist natürlich auch in der jetzigen Phase ein Gewinn. Herr Feist, Sie hatten die Frage gestellt, ich würde Sie ganz gern mal kurz einbinden, weil Sie auch von einem produzierenden Unternehmen kommen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, was Sie machen und wie begegnen Sie dieser Herausforderung Vertrieb in Krisenzeiten? Ja, guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Michael Feist von der Firma Opus Formenbau. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Gut, danke sehr für das Zeichen. Meine Antwort ist sehr einfach und sehr schnell. Ich bin seit 14 Tagen in diesem Amt. Wir sind natürlich als Formenbauer und Fräsdienstleister sehr verarbeitend und fast zu 100% von der Automobilindustrie abhängig. Und da gilt im Moment zwei Dinge. Das eine ist Überleben und Abwarten. Und das zweite ist natürlich, weitere Geschäftsfelder zu suchen, was ich tatsächlich seit 13 Tagen mache, um hier auch neben dem sehr, sehr schmalen Segment, was wir bedienen, wir machen Formen für Fahrzeugdichtungen und das insbesondere für Coupés und Cabrios in der Spiegelecke der Tür. Ja, also das ist wirklich extrem enges Segment, da sind wir ein sehr führendes Unternehmen. Und eine meiner Aufgaben ist eben, etwas zu diversifizieren und weitere Geschäftsfelder aufzubauen. Und da sind wir mittendrin. Da kann ich Ihnen aber nach 14 Tagen noch nicht so enorm viel erzählen, dass das jetzt alle interessiert. Vielen Dank. Ja, also vielen Dank mal, auch dass wir Sie hier jetzt direkt kennenlernen nach 14 Tagen. Danke. Für Sie einen persönlichen Tipp, was wir vielleicht später vertiefen können. Sie sehen, wir haben auch den Jochen Früh bei uns. Der ist jetzt gerade nicht online, aber Sie beide sollten sich vielleicht im Anschluss mal
vernetzen. Das mache ich mal. Das ist jemand, der ausdrücklich sich gut auskennt, wie man als Unternehmen in schwierigen Positionen Kosten einsparen kann, schlanker werden kann, sich besser positionieren und auch im Vertrieb. Sollten Sie sich mal kurz schließen. Alles klar, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage vom Herrn Gerstner, der nochmal darauf hinweist, dass Sie, Herr von Kilischan, das sehr schön erwähnt haben mit der Transparenz und dass das beflügeln kann. War das schon immer so, weil da gehört ein gutes Teamplay dazu? Waren Ihre Leute schon immer Teamplayer und wenn nicht, wie fördern Sie das? So, ich muss mal ausschalten. Also erstmal sind auch bei Goldbeck alles Menschen und da gibt es natürlich alle, die dort arbeiten, alle Charaktere, die auch vielleicht in der Frage drinnen stecken. Die Kultur, die wir bei Goldbeck pflegen, ist allerdings so, dass wir schon sehr, sehr disziplinenübergreifend arbeiten und das auch unser Produkt notwendig macht. Also man muss sich vorstellen, wenn man große Projekte macht, wir fangen so bei 2 Millionen an und gehen aber bis 100, 150 Millionen Projekte. Und die großen Projekte besonders leben natürlich von Transparenz und Zusammenarbeit und auch, ich sage jetzt mal, Delegation aus meiner Sicht oder aus der Geschäftsführung heraus der Verantwortung in diese Teams. Wir haben jetzt, ich habe gerade erwähnt, da in Frankfurt, in Terminal 3, den wir da bauen, ist ein Projekt über 100 Millionen. Und da hat man dann eben Teams zusammen, die 40, 50 Menschen beinhalten und da brauchen wir die Transparenz. Also es ist eine Kulturfrage, die Kultur ist dafür gegeben. Wenn die Transparenz natürlich zur Transparenz einer Messbarkeit führt, dann führen wir natürlich auch viele Gespräche, warum das dennoch sinnvoll ist. Und da hat natürlich der ein oder andere Sorgen, der ein oder andere Vertriebler hat mehr Projekte gerade auf der Liste als der andere, das sieht dann jemand. Und da müssen wir natürlich in der Führung schon wirklich nicht nur sprechen, sondern eben auch handeln. Ich sage jetzt mal, dass das nicht gegen denjenigen verwendet wird, sondern dass er das als Chance sieht, auch einen Input zu kriegen. Es gibt ja auch einfach, wir haben inzwischen Kapazitätsausgleichsboards geschafft über die gesamte Region hinweg, wo man einfach sieht, wo wir auch transparent machen, wo ist denn jetzt Kapazität? Weil durch die jetzige Situation ist das ein bisschen volatiler geworden und es gibt wirklich Menschen, die haben ein bisschen Luft und die stellen ihre Kapazität zur Verfügung und sagen, hey, ich kann da Gas geben, entweder Teile oder ein ganzes Projekt übernehmen. Und dafür ist uns in der Führung die Transparenz so wichtig, damit wir die Kapazitäten immer auslasten können. Und der Einzelne, im Einzelfall kann das auch mal Widerstand erzeugen, um auf die Frage dazu einzugehen. Aber wir wollen das eben weiter fördern und auch vorleben. Vielen Dank, Herr Gerstner. Vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, dass Sie sich noch mal kurz vorstellen, was Sie machen. Und vielleicht ergänzen Sie einfach mal aus Ihrer Perspektive, welche Bedeutung im Moment Vertrieb für Sie hat. Ja, Jürgen Gerstner, ich berate im Bereich Prozessoptimierung und digitale Transformation. Und ich habe die Frage gerade gestellt gehabt, weil ich es auch selber kenne, dass gerade im Vertrieb ja oft auch irgendwie ein relativ starker Wettbewerb gepflegt wurde in vielen Unternehmen, in dem auch über persönliche Umsätze bezahlt wurde und sowas. Und deswegen fand ich gerade interessant, dass im Vertrieb Teamarbeit gefördert wird. Und für mich, also ich nutze jetzt die Zeit gerade auch, um selber meine Dienstleistungen ein bisschen umzustellen und mit dem Fokus mehr auf die Prozesse, auf die digitalen und die Online-Module zu gehen. Also ich bin aber auf der anderen Seite auch froh um die Corona-Zeit, weil ich habe nur so eine gewisse wissenschaftliche Neugier und finde vor allen Dingen interessant, dass plötzlich Änderungen möglich sind. Und die Diskussion hatte ich mit Herrn Hoppelhagen ja auch schon öfter mal, dass wie können nachhaltige Themen mal angestoßen werden. Und jetzt sehen wir gerade, dass Themen angestoßen werden, jetzt müssen wir noch andere Themen mal anstoßen.
Ja, das war dann praktisch ein idealer Übergang, aber zuvor möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken, Herr von Kilichan. Das war sehr interessant und für uns alle spannend. Herr Gerstner, Sie haben jetzt gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und da freue ich mich, dass wir heute die Frau Braun, Monika Braun, bei uns haben von Braun Energiedienstleistungen in Mühlhausen. Und Herr Gerstner hat gerade gesagt, es ist auch ein Zeitpunkt, wo Projekte angestoßen werden. Und das Thema Energieeffizienz, Klimaneutralität war zumindest vor Corona in aller Munde, dann ist ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben Sie eingeladen, mal darüber zu sprechen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, solche Projekte heute umzusetzen und wie sie sich letztendlich auswirken. Danke, dass Sie da sind und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ich freue mich, dass ich heute eingeladen wurde und auch im Prinzip den Dialog mal von unserer Seite aus beleuchten darf. Ich fand es sehr spannend, was meine Vorredner gesagt haben. Für uns ist Corona eher ein Thema gewesen, was natürlich kurz auch mal zu einem Stocken geführt hat. Aber unsere Mitarbeiter waren alle schon im Prinzip digital unterwegs, haben schon vorher häufig Homeoffice gemacht, je nachdem, wie viele Kundenprojekte anstanden und wo die erledigt werden mussten, sodass wir jetzt an der Digitalisierungsfront keinen Handlungsbedarf haben und einfach weiterarbeiten konnten. Und ja, wir haben die glückliche Situation, dass wir als Ingenieurbüro mit 20 Mann relativ flexibel auf Situationen eingehen können, weil wir klein genug sind und wir Themen betreuen wie Energie, Elektromobilität, Umwelt, Abfall, Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz, die jetzt im Prinzip nach wie vor von gesetzlicher Seite auch sehr stark getrieben sind. Und wir haben jetzt die Zeit von Corona hauptsächlich genutzt, um auch vielleicht unser Dienstleistungsportfolio an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen nachzuschärfen und haben zum Beispiel jetzt letzte Woche einen neuen Dienstleistungsbaustein vorgestellt, das Thema Nachhaltigkeitsmanagement, weil wir mittlerweile von unseren Kunden immer häufiger die Frage gestellt bekommen, wie gehen wir mit dem Thema um, wie kann ich einen CO2-Fußabdruck erstellen, wie kann ich möglicherweise dann die vorhandenen CO2-Emissionen, die im Unternehmen habe, entsprechend durch Energieeffizienzmaßnahmen, was ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist, reduzieren. Was für Kompensationsmöglichkeiten gibt es hinterher? Wie kann ich mich im Ökostrom- und Beschaffungsmarkt vernünftig aufstellen? Und dieses Themenfeld haben wir jetzt während Corona genutzt und eben auch über Testkunden ausprobiert. Und es ist auch gelungen, und das ist, finde ich, besonders schön während Corona, dass sich jetzt auch die, wie meine Vorredner schon gesagt haben, neuen Medien etabliert haben, was vorher undenkbar war, dass man rein über eine Teams-Besprechung neue Unternehmen kennenlernt, Aufträge verkauft. Und ist es jetzt während Corona gelungen, im Prinzip das Nachhaltigkeitsmanagement für SAP machen zu dürfen für die nächsten Jahre, was ein sehr großer Auftrag war, mit dem man vielleicht vor Corona gar nicht gerechnet hat. Aber wir sehen momentan viel Bewegung im Bereich Elektromobilität. Unternehmen, die nach wie vor im Prinzip entweder über ihre Lieferketten gezwungen sind, im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement was zu tun, oder eben auch Unternehmen, die jetzt aufgrund von Sparzwängen versuchen, ihr Effizienzpotenzial, was sie haben, nach vorne zu bringen, sodass wir momentan eigentlich in einer relativ glücklichen Situation sind, dass uns A, die Gesetzgebung, ja, und neue Gesetze, die kommen, wie die EEG-Novelle oder das Gebäudeenergiegesetz oder nationale Nachhaltigkeitsstrategie, in die Karten spielen und Unternehmen an der Stelle immer mehr tun müssen und wir im Prinzip da immer mehr Unterstützungsbedarf abfedern. Was mich heute aufgrund des Themas, was mir Herr Stumpf vorgegeben hat, so ein bisschen ja getrieben hat, war auch nochmal das Thema, ja, wie kann ich Energieeffizienzsteigerungen und Nachhaltigkeit nutzen? Was gibt's für Fördermöglichkeiten? Da sehen wir einfach jetzt schon durch das neue Konjunkturpaket, was schon verabschiedet ist, und durch die in der Pipeline befindlichen Gesetzesänderungen, die noch anstehen, dass wir an der Stelle immer ja mehr Fördermöglichkeiten bekommen, die Förderlandschaft aber auch immer unübersichtlicher wird und man praktisch zwischenzeitlich ja eigentlich in der Situation ist, wenn man ein Projekt hat, was man gerne umsetzen möchte, macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal zu schauen, was für Fördermittel kann ich an der Stelle abgreifen. Da man nur ein paar Minuten Zeit haben und heute auch nur so einen kurzen Einblick geben können, habe ich mir vielleicht mal 3-4 Förderprogramme rausgegriffen, wo ich dachte, die sind vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das wäre das Energieeffizienz- und Prozesswärmeprogramm aus erneuerbaren Energien, was vom BAFA aufgelegt wurde. Da hat man jetzt eine sehr schöne Förderung über fast 100.000 Euro bei einem unserer Kunden
ein Schraubenwerk aus dem Wirt-Konzern, da wurde ein Druckluft-BHKW installiert und aus dem Druckluft-BHKW wird sowohl Wärme für Prozess und auch Beheizung, aber auch durch eine Absorptionskälteanlage die Kälte zur Verfügung gestellt. Und das war so effizient, dass man es über die Förderung tatsächlich so hat hinrechnen können, dass es günstiger war, wie wenn man in herkömmliche Technologie investiert hätte, was ein sehr schönes Ergebnis ist und für den Kunden auch aufgrund oder auf Basis der Nachhaltigkeit in den Nachhaltigkeitsreport sinnvoll eingegangen ist und ihn da eben besser gestellt hat, wie wenn er herkömmliche Technologie eingesetzt hätte. Was auch immer wieder in Baden-Württemberg sehr beliebt ist, ist von der L-Bank das Klimaschutz-Plus-Programm. Da kann man alle baulichen und technischen Maßnahmen fördern lassen, die CO2 einsparen. Das heißt Heizungsanlagen, Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes, Lüftung, Beleuchtung. Also immer, wenn ich heute eine Ist-Situation habe und ich investiere in eine neue Technologie und ich habe dadurch eine CO2-Einsparung, dann bekomme ich das Ganze über einen Zuschuss gefördert, was auch sehr interessant ist. Dann haben wir in Baden-Württemberg die glückliche Situation, dass wir Ladeinfrastrukturmaßnahmen, sowohl was den Kauf von Fahrzeugen als auch was den Aufbau von Ladeinfrastruktur gefördert bekommt, auch in dem Fall über die L-Bank. Und beides sind sehr einfache Programme, die man auf jeden Fall nutzen sollte, wo man teilweise bis zu 40% Zuschuss bekommt oder 2.500 Euro pro Ladepunkt, einfach indem man das beantragt, ohne dass man Sondermaßnahmen machen muss. Beim Bundesförderprogramm muss man ja öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stellen und Baden-Württemberg ist so kulant an der Stelle, dass sie auch im Prinzip nicht öffentliche Ladepunkte fördern und bis 100 Stück pro Unternehmen, wo man also gerade jetzt im Mittelstand, wo wir sehr aktiv sind, Unternehmen, die jetzt auf Elektromobilitätsflotten umstellen, relativ gut projektieren und umsetzen kann. Und vielleicht das letzte Programm, was noch für viele nutzbar ist, Möglichkeiten bietet, ist das KfW Energieeffizienzprogramm Bauen und Sanieren. Auch da hat man Möglichkeiten, dass man von der Dämmung über die Mess- und Steuertechnik, Lüftung, Beleuchtung, alle möglichen Maßnahmen in eine Förderung bekommt. Dort ist es so, man kriegt einen Kredit und bis zu 20% Tilgungszuschuss, was wir häufig einsetzen, wenn Unternehmen Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen oder Beleuchtungssysteme erneuern müssen. Und da ist es immer ein sehr schönes Programm, weil die Förderhöhe richtet sich nach der Anzahl Quadratmetern. Also pro Quadratmeter kriegt das Unternehmen 200 Euro. Häufig hat man ja große Flächen, sodass man da durchaus Tilgungszuschüsse von 200.000, 250.000 Euro generieren kann und das ohne großartig Aufwand zu betreiben. Prima, vielen Dank erstmal für diese Einführungen. Wie ist denn Ihr Eindruck im Moment? Sie haben es ein bisschen zwar schon gesagt, aber nochmal ganz konkret die Frage, wird jetzt aufgrund der Situation in diesem Bereich eher mehr investiert oder sind die Leute zurückhaltend? Also wir haben auch tatsächlich beides, beide Varianten. Wir haben ein relativ breites Portfolio, viele Handelsunternehmen, viele soziale Einrichtungen, Wohnungsbau und viele Industriebetriebe. Bei den Industriebetrieben habe ich häufig die Situation, dass ich, wenn ich in der Automobilbranche hänge, sind jetzt eher Themen aufgrund der Nachhaltigkeit jetzt einfach Pflicht. Die machen das, was sie machen müssen und überleben ansonsten, versuchen das möglichst gut hinzubekommen. Wir haben aber auch viele Unternehmen, die haben jetzt während der Corona-Krise im Prinzip Absatzplus gehabt, denen geht's wunderbar. Die nutzen jetzt tatsächlich, ähnlich wie es der Kollege vor mir gesagt hat, die Zeit, um jetzt zu investieren und sich für die Zukunft sinnvoll und nachhaltig aufzustellen. Wenn jetzt ein Mittelständler hier so aus unserem Kreis, die meisten haben sich schon mal irgendwie miteinander beschäftigt, aber manche wissen auch jetzt gar nicht, ob sich das lohnt oder haben es gar nicht so auf der Agenda. Was können Sie dem denn so anbieten als Einstieg, dass er erstmal weiß, wo er sich bewegt und wo seine Chancen, seine Perspektiven sind, bevor er dann sagt, ich mache das und das, obwohl es eigentlich vielleicht unsicher ist? Also häufig ist es so, dass Unternehmen auf uns zukommen. Wir leben ähnlich, wie es der Kollege vorher gesagt hat, das fand ich sehr schön. Wir haben gar keinen Vertrieb, wir leben rein vom Empfehlungsgeschäft und über unser recht aktives Netzwerk, was eine schöne Situation ist.
Und die Unternehmen, die vielleicht über eine Empfehlung kommen, die kommen auf uns zu und sagen jetzt zum Beispiel im Fördermittelbereich, wir wollen die und die Maßnahme in die Förderung bringen. Gibt es da Möglichkeiten? Dann macht man eine kostenlose Einschätzung und wenn es Möglichkeiten gibt, setzt man sich zusammen. Ist eine Möglichkeit. Häufig ist es auch so, dass wir da Förderprogramme nutzen, zum Beispiel das BAFA-Programm Energieberatung im Mittelstand. Alle KMU, also bis 250 Mitarbeiter, bis 50 Millionen Euro Umsatz oder 43 Millionen Euro Bilanzsumme, können dieses Programm relativ einfach beantragen oder wir beantragen es für die Unternehmen. Das BAFA ist meistens innerhalb von, ich sage jetzt mal grob einer Woche, meistens drunter, in der Lage, einen Zuwendungsbescheid zu erstellen. Und dann kriegt man 80% der Beratungskosten vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert. Und wir haben dadurch dann praktisch die Möglichkeit, mal zum Unternehmen zu gehen, eine Bestandsaufnahme zu machen, zu schauen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, welche Möglichkeiten gibt es, um Energieeffizienzpotenziale zu heben oder auch jetzt im Vorgang im neuen Produkt wird man dann vielleicht nicht nur die Energiedaten erheben, sondern noch ein paar zusätzliche Daten und würde dann einen CO2-Fußabdruck machen, wenn das gewünscht wird und praktisch darauf aufbauen, dann die Energieeffizienzmaßnahmen sauber durcharbeiten, die dann im Unternehmen nach der Bestandsaufnahme im Prinzip aufgegriffen wurden. Und sowas kriegt man, wenn man die Förderung mitnimmt, in der Regel zwischen 1.000 und 1.500 Euro Einstieg hin und das restliche Honorar übernimmt dann im Prinzip der Bund. Also das ist auch ein spannender Hinweis, dass es praktisch für die Analyse des Status quo und der Perspektiven und Chance eine Förderung gibt, dass mich das praktisch nichts kostet und ich dann genau sehe, was ich tun kann. Und diese Maßnahmen gibt es wieder auch wiederum Förderung. Mhm. Das, was wir hier jetzt gerade gehört haben, war nicht nur inhaltlich sehr spannend, sondern auch ein sehr gutes Beispiel, wie der BVMW hier in der Region arbeitet. Frau Braun ist ganz normales Mitglied bei uns, ist aber so gut aufgestellt in dem Bereich, dass das, was sie bietet, für unsere restlichen Mitglieder so interessant ist, dass wir das auch wie eine Serviceleistung nach außen kommunizieren. Das heißt, jeder von Ihnen kann entweder bei uns fragen und wir leiten dann weiter oder werden dann Informationen auf die Website stellen oder auch mal was über Social Media. Und das werden wir bestimmt auch mal noch vertiefen. Wir sind gerade in einer kleinen Initiativgruppe dabei, zu überlegen, wie wir das ganze Thema Energieeffizienz und Klimaneutralität in der Region im BVMW noch besser verankern können. Wir haben so eine Idee, Stichwort Klimaneutralität im Mittelstand bis 2030. Einerseits die Unternehmen zusammenzuführen, die Kompetenz haben in dem Bereich Energieeffizienz, da gehört auch Goldbeck und Voller dazu, aber auch andere Dienstleister, die tolle Sachen bieten, die auch gefördert werden. Auf der anderen Seite Unternehmer, Unternehmen, die das gebrauchen können. Und hier können wir eine Initiative starten, das enger und besser zusammenzuführen. Noch eine letzte Geschichte, Frau Braun, Sie haben das anfangs erwähnt. Dieses Programm Nachhaltigkeitsmanagement, das ist ja, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, dann schon etwas für Fortgeschrittene, die nicht nur so Einzelmaßnahmen machen und da mal ein bisschen Effizienz und da mal noch was gemacht, sondern das ist ja dann etwas Übergreifendes. Da geht es ja auch um Dinge, die mit der typischen Energieeffizienz nichts zu tun haben, sondern um eine gesamte nachhaltige Ausrichtung. Welche Aspekte sind dann zusätzlich mit dabei? Genau, das ist richtig. Also da gibt es, wir haben das Nachhaltigkeitsmanagement mal für den Mittelstand jetzt gestrickt, indem wir gesagt haben, wir fangen bei der CO2-Bilanz an, bereiten das sauber auf, machen dann Effizienzpotenziale und zeigen hinterher, wie kann ich aber auch durch kaufmännische und technische Maßnahmen das Ganze verbessern und am Ende, wenn ich CO2-neutral werden möchte, vielleicht sogar noch für 2019, wie kann ich mich dann so aufstellen, dass ich durch Kompensationsmaßnahmen das Ganze auch noch im Prinzip für 2019 als klimaneutral hinbekomme. Und dann gibt es aber auch ganz viele Aspekte und so sind wir gestrickt, dass wir zwar Bausteine uns überlegen, die sinnvoll sind, aber es gibt zum Beispiel den Wirt-Konzern, für den wir schon lange arbeiten, der möchte zum Beispiel ein komplettes Nachhaltigkeitsmanagement mit einem Reporting oder Alnatura. Da schreibt man dann im Prinzip den kompletten
die komplette Öffentlichkeitsarbeit noch mit, um dann nicht nur die Zahlen zu liefern, sondern auch im Prinzip die Marketingstrategie des Unternehmens mitzugestalten. Oder bei SAP steht im Vordergrund, das Umweltmanagement zu bedienen und am Laufen zu halten und sich Maßnahmen zu überlegen, wie kann ich in der Kantine durch die Umstellung der Kaffeebecher oder durch den Fuhrpark und durch welche Änderungen auch immer im Prinzip nachhaltiger als Unternehmen werden, um das Ganze dann auch an meine Kunden sinnvoll weitergeben zu können. Also da habe ich ganz unterschiedliche Aspekte. Unser zentraler Energieaspekt ist da eben nur einer, vielleicht ein wichtiger, den kann man nämlich als Unternehmen selber gestalten. Aber dann kommen eben noch viele weitere Aspekte mit rein. Kann ich in der Beschaffungskette was ändern? Kann ich in der Entsorgungskette im Nachgang was verbessern, im Abfallmanagement? Also es ist dann relativ vielfältig und hängt an den Unternehmen, in welche Richtung sie vielleicht auch verstärkt Potenziale haben, die man dann eben heben kann, weil man versucht natürlich immer möglichst, also in dem Bereich ist dann der Euro pro Tonne CO2, den ich kompensieren möchte, der Hebel, nicht mehr irgendwie vielleicht, wie viel Euro kostet mich die Megawattstunde. Und dann versucht man natürlich immer Projekte zu finden, die man möglichst kostengünstig umsetzen kann. Und oft sind die Energieeffizienzprojekte, gibt es welche, die sind relativ kostengünstig. Dann habe ich vielleicht ein paar Kompensationsmöglichkeiten, die sind auch kostengünstig. Und dann gibt es wieder Maßnahmen, die sind vielleicht sinnvoll, aber momentan noch so teuer in der Umsetzung, dass es wenig Sinn macht, die jetzt als erstes anzugreifen. Also man versucht es da auch immer in eine Art Wirtschaftlichkeit zu bringen und dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, aus den vorhandenen Maßnahmen die für ihn wirtschaftlichsten auszusuchen. Ja, vielen Dank. Und zu dem Thema Nachhaltigkeit unter dem Aspekt gehört ja auch das Thema Unternehmenskultur. Da hatten wir gestern eine sehr spannende, interessante Veranstaltung. Auch Führung, Mitarbeiter, Umgang. Da freue ich mich, dass wir heute die Frau Gruppenbacher mit dabei haben. Vielleicht darf ich Sie da gerade mal ein bisschen einklinken, denn sie ist Geschäftsführerin von MUP, Mitarbeiterunterstützungsprogramm, an dem der BVMW als Mittelstandspartner beteiligt ist, ein Projekt der Metropolregion Rhein-Neckar. Ich habe die Ehre, in diesem Verein sogar zweiter Vorsitzender zu sein. Da geht es letztendlich auch darum, durch Fürsorge für die Mitarbeiter die Nachhaltigkeit des Unternehmens auszurichten. Aber Sie können das viel besser erklären, Frau Gruppenbacher. Was bedeutet MUP und wie kann man da mitmachen? Ja, also wie der Name schon sagt, ist es ein Mitarbeiterunterstützungsprogramm. Sie hören mich alle? Ja, prima. Ich brauche da. Und das Kernstück unseres Programms ist eine Hotline, eine Telefon- oder eine Online-Hotline, wo sich Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte zu persönlichen Herausforderungen oder Schwierigkeiten aller Art melden können. Und natürlich war das in der Krisenzeit eine besondere Herausforderung, diese Fragen und diese Themen, die da auf uns zugekommen sind, anzunehmen, zumal wir die Entscheidung getroffen haben, im März sämtlichen Unternehmen in der Metropolregion diese Hotline kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil wir davon ausgegangen sind, dass jeder gerade so beschäftigt ist, nicht nur sein Geschäft über Wasser zu halten, sondern eben sich auch mit den Herausforderungen, die diese Krise mit den Menschen gemacht hat, zu bewältigen. Und so hatten wir zum einen die Chance, mit ganz vielen Unternehmen in Kontakt zu kommen und gleichzeitig eben auch so zu erleben, was bewegt die Menschen, wie gehen sie mit dieser Krise um. Also jetzt weniger im wirtschaftlichen Bereich, da sind wir nicht zugange, sondern wie können wir Menschen unterstützen, dass sie ihre Resilienz, die man einfach braucht, um so eine Zeit zu überstehen, wenn man Angst um seinen Arbeitsplatz hat, wenn man nicht weiß, wie man seine Mitarbeiter remote führt und auch eine starke Führungskraft ist, wenn man vielleicht selbst betroffen ist. Ja, da konnten Unternehmen sehr viel profitieren und wir konnten sehr viel lernen im Thema Beratung in schwierigen und ja, nicht absehbaren Situationen. Darf das vielleicht noch mal so ein bisschen stärker auf den Punkt bringen, dass das auch für jemand wie der Herr von Kille schon interessant wird, der ein großes Unternehmen vertritt, das auch permanent
unter Ausrichtung, Zielerreichung, teilweise Leistungsdruck, trotzdem natürlich bemüht, hat er vorhin gesagt, Freude am Vertrieb, Freude am Arbeiten. Und trotzdem ist natürlich eine Situation da, dass manche Mitarbeiter manchmal Schwierigkeiten haben, mit denen sie nicht gerne an den Vorgesetzten oder an den Betriebsrat gehen wollen. Und da bietet MUB die Möglichkeit, für einen bescheidenen Jahresbetrag pro Mitarbeiter und eine Einführung ins Unternehmen praktisch den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Dinge mal loszuwerden, beziehungsweise bei Problemen nachzufragen, wo kann ich wie Hilfe bekommen. Und für den Unternehmer ist das natürlich ein sehr gutes Beispiel, Arbeitgeberattraktivität zu zeigen. Und im Prinzip ist das auch ein Beispiel, ein Baustein, meine ich, für eine nachhaltige Ausrichtung. Kann man das so sagen, Frau Gruppenbacher? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, Stichwort Arbeitgeberattraktivität, weil wir ja zunehmend auch mit Mitarbeitern zu tun haben, die Unterstützungsleistungen, wenn man es ganz allgemein im betrieblichen Gesundheitsmanagement ansetzt, für selbstverständlich halten. Und gleichzeitig würde ich als neuer Mitarbeiter in einem Unternehmen oder als langjähriger Mitarbeiter in einem Unternehmen so ein Angebot einer Unterstützungshotline werten als wirklich ein kulturell weit vorne aufgestelltes Unternehmen. Denn hier wird dann gesehen, dass Menschen nur dann leistungsfähig sind, wenn sie die Möglichkeit haben, all die Themen, die sie bewegen, privat oder beruflich, vielleicht professionell begleiten lassen zu können. Sie müssen sich nicht selbst privat drum kümmern über einen Coach oder Berater oder gar Therapeuten, sondern sie können ganz einfach finanziert über das Unternehmen eine Beratung in Anspruch nehmen. Man spricht heute ja auch gerne vom Enabling. Also ich habe eine Herausforderung, möchte mich verändern, möchte meine Verhaltensweisen erweitern und könnte das in Anspruch nehmen. Also wirklich weg von dieser psychischen Schiene hin zu einem Komplettangebot. Was kann ich meinen Mitarbeitern anbieten, dass sie leistungsfähig bleiben, dass sie motiviert bleiben und Herausforderungen annehmen. Ja, vielen Dank. Auch das ist ein schönes Beispiel, wie die Region sich überlegt, eine gesunde Region, gesunder Mittelstand zu werden. Und das ergänzt sehr schön die vielen Beispiele und Informationen, die wir heute bekommen haben. Ich möchte jetzt nochmal unseren drei Referenten danken. Das waren wertvolle Informationen, das waren offene Eindrücke, Transparenz. Das macht auch den BVMW aus. Ich glaube, wir haben den Eindruck zu Recht gewonnen, dass niemand von uns den Kopf in den Sand steckt, trotz der Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist auch jetzt wichtig, dass wir da untereinander uns austauschen und auch inspirieren, dran zu bleiben, kreativ zu sein, auch zu schauen, wie macht ein anderer das schon, wenn jemand noch nicht mit agilen Methoden arbeitet, kann sowas ein bisschen motivieren, sich das mal anzuschauen. Und als letztes von mir an Sie den Appell, durchaus mit Anregungen auf Frau Hilse und auf mich zuzukommen. Zum Beispiel, welche Themen könnte man mal so besetzen wie heute oder welche Best-Practice-Beispiele oder wer hat mal Interesse zu sagen, ich möchte mal zu mir einladen mit einer Fragestellung oder gewisse Mitglieder und welche Dinge sollten wir noch ein bisschen stärker aufgreifen. Das ist unser Ziel, dass wir jetzt stärker noch den persönlichen Kontakt untereinander durchaus in kleiner Runde verstärken, auch mit neuen Ideen. Und das war jetzt heute so ein bisschen Pilot und dann arbeiten wir weiter dran. Ihnen wünsche ich viel Erfolg jetzt bei Ihren unternehmerischen Aktivitäten, aber auch Freude dabei, selbst wenn manches ein bisschen schwierig ist. Bleiben Sie gesund und alles Gute.